Ja, Frau Präsidentin, das hat ja schon mal jemand versucht hier im Deutschen Bundestag. War auch unterhaltsam, zu singen. Genau. Ja, liebe Frau Präsidentin, erstmal herzlichen Dank natürlich an Sie für die Glückwünsche auch vom Haus. Und es ist natürlich für mich auch eine Ehre, an meinem heutigen Geburtstag über das Thema zu sprechen, was, ich glaube, viele momentan in Deutschland sehr bewegt. Junge Menschen sind in dem Vorteil, noch darüber nachdenken zu können, ob sie das heute oder morgen angehen, das Thema. Aber glauben Sie, eines Tages wird es auch Sie treffen, den einen vielleicht früher aufgrund von Unfällen, den anderen vielleicht später aufgrund von Alterserscheinungen. Aber wir kommen alle irgendwie nicht drum herum, und das ist auch ein Thema. Deshalb sollten wir uns rechtzeitig damit beschäftigen. Und ich bin auch hier unserem Minister sehr dankbar, dass er das Thema wirklich progressiv in einem guten Tempo angenommen hat. Sicherlich, und das ist der Punkt, wo wir immer darüber reden können, aber das ist in der Politik, glaube ich, unbestreitbar, dass immer alles irgendwo zum Schluss besser machbar ist. Aber ich glaube, auch in diesem Haus wurde noch keine perfekte Lösung, solange ich mich jedenfalls mit Politik beschäftige, gefunden. Und deshalb denke ich, dass hier auch der Dank dem Minister gehört. Und wir gucken müssen, wie wir das weiter ausbauen. Es ist bewusst gesagt worden, das ist der erste Schritt. Wir haben in der Koalition darüber beraten, und wir wissen genau, dass momentan 3,3 Millionen Menschen täglich pflegebedürftig sind. Aber wir reden ja nicht nur über Pflege an sich, sondern wir reden über ein ganz, ganz wichtiges Instrument, was wir mit Pflege im Grunde genommen bewerkstelligen wollen. Das ist Teilhabe, meine Damen und Herren. Und jeder, der wie ich auch seinen Vater mit Liebe zu Hause gepflegt hat, der weiß, was es bedeutet, wenn ein Mensch lächelt, weil er sauber liegt, weil er trocken liegt und weil sich mit ihm jemand beschäftigt. Und nochmal, es gibt, glaube ich, in diesem Moment nichts Wertvolles, auch für viele, viele Pflegekräfte, die dann sagen, das Lächeln dieses Patienten, der Druck, der warme Händedruck ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Bereich der Pflege. Und ich glaube, dieser Punkt, diese zwei eben nur angedeuteten Merkmale sind leider in den letzten Jahren verloren gegangen. Und daran arbeiten wir, nämlich Zeit, Empathie für diesen Beruf zu erhalten und die Motivation bei jungen Menschen oder bei Quereinsteigern oder, wie es der Minister auch gesagt hat, bei Rückkehrern wieder hervorzurufen. Wir möchten selber keine Überlastung der Pflegekräfte in Deutschland. Wir wissen ganz genau, wie das endet. Wir haben die höchste Dropout-Rate in diesem Beruf. Theoretisch verlassen 50% nach 3 bis 8 Jahren diesen Beruf. Wir haben die höchste Krankheitsrate in diesem Beruf. Und wir haben natürlich dadurch eine schlechte Motivation. Und wir wissen ganz genau, es wird dann auch immer ausreichend in den Zeitungen beschrieben, was passiert, wenn schlecht gepflegt. Und dann ist der Aufschrei von allen groß. Alle Parteien, über alle Grenzen hinweg. Und dann sind sich auf einmal alle einig, es muss was getan werden. Und meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu tun. Wir haben den ersten Schritt getan. Lassen Sie uns weiter daran arbeiten, dass wir es weiter gut voranbringen. Es wurden verschiedenste Punkte angesprochen, die eben auch dazu geführt haben, dass es so ist. Die will ich gar nicht wiederholen. Aber ich denke, wir sollten auch gut daran tun, dass das, was wir jetzt machen, nicht gleich wieder schlecht zu reden. Wir reden über Refinanzierung. Es wurde bereits angesprochen. Es wurde aber auch offen gesagt, dass wir hier beachten müssen, dass gerade in Krankenhäusern in ländlichen Gegenden, es wurde auch schon gesagt, 60 bis 70% werden in der Fläche gepflegt. Wir reden über den Spruch ambulant vor stationär, Familie. So, und wir wollen natürlich gucken, und das müssen wir in der Tat beachten, dass kein Absaugeffekt aus der Fläche entsteht. Da gebe ich ihm völlig recht. Das müssen wir beachten. Aber das sind Stellwerkzeuge, die werden wir auch diskutieren. Das heißt ja nicht so, dass wir jetzt was beschließen, was dann nicht angefasst ist, sondern Politik ist ein atmender, und man muss auch ehrlicherweise auch als Politiker zugeben, es ist ein lernender Prozess. Und deshalb bin ich froh, dass wir dieses Thema auch diskutieren. In aller Kritik, in aller Würzigkeit, das gehört dazu. Aber es nützt nichts, wenn wir jetzt schon wieder etwas schlecht reden, weil es kommt auch draußen dann nicht schlecht an. Lassen Sie uns bitte auch Sachen, die wir gut machen, gut darstellen. Und sicherlich an den Punkten, die schlecht sind, weiterarbeiten. Nobody's perfect. Ein weiterer Fakt, der ja in vielen, vielen Bereichen lange diskutiert wird, ist ja das betriebliche Gesundheitsmanagement. Ich will es nochmal anführen. Ich kenne viele Pflegekräfte, die sagen, ach, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Lust, ich schaffe das. Ich bin einfach alle nach 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden Pflege. Ich mache dieses betriebliche Gesundheitsmanagement mehr. Ja, da müssen wir darauf achten, dass wir den Leuten Zeit geben. Das müssen wir gucken, ob wir das wie zum Beispiel Volkswagen innerhalb der Arbeitszeit macht, ob wir da Möglichkeit finden. Aber wir haben den ersten Schritt gemacht mit der Regulierung. Es wurde die Ausbildungsprüfungsordnung angesprochen. Ja, erste Worte sind da drin, die finde ich gut. Das sind die Worte Diagnose und Bewertung. Denn eins ist in diesem Beruf ja auch wichtig: Respekt vor Verantwortung. Wir sind doch in dem Bereich, wo wir sagen, Pflegekraft, tu bitte deinen Job. Und wir zeigen durch diese ersten Schritte, auch im Bereich der Ausbildungsprüfungsverordnung,
Herr Minister, ganz klar das Signal, wir wollen Verantwortung von Ihnen. Und ich glaube, da können wir die Pflegekräfte auch in Zukunft gut abholen. Denn ich glaube, eins ist allen sicher. 2035, 2045 werden wir nicht mehr die Ärzteabdeckung in Deutschland haben, die wir jetzt haben. Wir müssen uns also international umgucken und sehen, was passiert, wie das andere Staaten bereit erfolgreich machen. Ich bin 11 Sekunden drüber. Ist okay. Danke. Sie dürfen heute. Das kostet ja nur wieder eine Runde für meine eigene Fraktion. Nein, das wird nicht berechnet. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist dann auch der Abschluss. Die Wege, die wir jetzt gehen, sind gut. Wege sind manchmal unterschiedlich und wir müssen gucken, was auf diese Wege noch einströmt. Und nochmal, Politik ist ein lernender Prozess und ich glaube, daran sollten wir uns aufrichten. Deshalb bin ich sehr froh, auch was Herr Lauterbach gesagt hat. Wir müssen gucken, was wir für Einflüsse in Zukunft bekommen und dann können wir justieren. Aber niemand macht doch jetzt darunter einen Schlussstrich und sagt, so ist es und so bleibt es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Kühne, und noch einen schönen Geburtstag. Nächster Redner, Dr. Robby Schlund für die AfD-Fraktion.